Der Typ doch. Also, ein kaiserlicher Arsch. Ich habe schon so lange keinen Sturmmantel getötet, dass mein Schwertarm schon ganz schwach geworden ist. Hey, du hier. Da unten greift ein Drache. Schaut dir vorbei. Hey, gerade ein bisschen Zeit. So, das ist die Frage. Das Amulett, wer wollte denn das? Was gibt es noch hinten? So, Meister der Dämmerwacht. Wo steht noch? Ein Isran. Wer war denn der Esbjörn? Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Die Scheiße. Mein Schwert ist mir hold. Muss lange. Eisenbahn. Heldenschild, jawohl. Wobei. Meine Stiefel. Wappel lieber. Ab 58, das ist ja. Da geht was. Das ist eine gute Frau. Warte mal. Schmiede. Wir haben doch Goldbahn. Goldener Saphirring. Warte mal. Smaragdring. Das abstinkt. Rubinring, oh ja. Da bringt mir Kohle ein. So, da geht nichts mehr. Den Rest hau ich durch. Denk das. Oh, wie wir es jetzt gehen. Lauf gegen mich her. Jawohl. Ja gut, ein Stückchen mehr, gell? Da warte ich bei 65. Hoffentlich versteht ihr euch mit. Mir gefällt, was Isran aus diesem Ort gemacht hat. Es ist eher ein zufälliges Sortiment von Dingen. Seht ihr etwas brauchbares? Dein zufälliges Sortiment. Wie da wo's. Das hau ich weg. Ringe. Du sag mal. Bolzen. Silberbolzen. Nimm die mit. Die brauchen wir. Stahlbolzen im Jauli. Eisenbolten konnte. Da, wer kriegst du noch? Ringe. Nimm alle. Rechts konnte.
Trinkgeld. So, wie schaut denn aus finanziell? Über 3000? Langsam sind wir wieder im Geschäft. So, wir wollten eigentlich mit Isran plaudern. Der alte Knabe treibt sich da irgendwo rum. Wahrscheinlich um. Er muss immer neu digern. Wer ist da? Dexion. Was ist der Mottenpriester? Dann die Plagerei mit dem. Weiter, Mutter. Wo steht noch? Seid immer wachsam. Vermeidet den Schlaf, wenn ihr könnt. Schlaf ist etwas. Wer hat etwas gesagt? Sorine oder Gunmar? Ich dachte, sie hätten ihre Lektion inzwischen gelernt. Ich traue ihm nicht über den Weg und ich will ihn hier nicht haben. Sie hat vermutlich recht. Ich sollte mich nicht von Gefühlen leiten lassen. Zuletzt hörte ich, dass er den Wächtern von Stendar in Ruhenwald helfen würde. Vielleicht ist er dort immer noch. Wenn er sich nur halbwegs normal verhalten kann, erlaube ich ihm hier zu bleiben. Fende Florentius. Ratschläge, Kontrapulten. Bleibt wachsam. Alle Vampirjäger brauchst nicht für Kinder. Gerade zuhauen. Bald auf, Serana. Hinaus. So, wer ist das da? Ihr braucht etwas? Gibt da was? Ich hoffe, dass die Vampire uns hier angreifen. Das wäre einfacher, als sie in ihren Schlupfwinkeln aufzustöbern. Ja, Freunde. Mondschluchthöhle. Wobei, keine Zeit dafür. Der Esbären. Wer wohnt das? Kriegshorn? Esbären, da, Mann. Wo ist der Esbären? Ah, da unten. Eine Himmelszuflucht. Achso, war da auch noch ein Tipp. Ich glaube, die sind noch am Rätseln. Esbären, ich bin fällig. Meine Belohnung möchte ich haben, wenn er da ist. Das Buch vom Drachenblut. Ich meine, ich habe schon Bier über mich geschrieben. Wo ist der? Esbären. Da hinten draußen. Also, bevor wir plaudern, steigen wir auf. Und wir investieren diesmal. Was war das letzte Mal?
Nimm mal, nimm dich doch. Etwas Gesundheit. Kommt immer brauchen. Leiter Richtung 93. Was geht da noch? Da hat man noch 2 Stufen. Passt genau ist. Passt eine Garnitur. Was geht da unten? Achso. ...25% Rüstungsbonus. Sag du dazu. Dann können wir mal besser die Hucken vollhauen. Früher habe ich davon geträumt. Im Traum stand ich an einem Ort hoch oben. Auf einem Turm oder einem Berg. Es war immer kurz vor Sonnenaufgang. Die ganze Welt lag in Dunkelheit. Lass uns nach drinnen gehen oder in eine Höhle. Dann kam der Lichtblitz. Nur am Horizont, inmitten der Wolken, die die Grenze zwischen den Welten bilden. Es hätte ein Blitz sein können. Aber der Donner fehlte. Und hinterher weiterflirten. Im Traum wuchs die ungute Vorahnung. Den Finde muss man entschuldigen. Ha, da seid ihr ja wieder. Ich hoffe, dass ihr Fortschritte auf eurer Suche nach diesem Schrei gemacht habt, mit dem wir Alduin besiegen können. Tatsächlich? Was für ein nettes Rätsel. Sowas findet man wohl nicht bei seinem Buchhändler. Lasst mich überlegen. Vielleicht die Akademie von Winterfeste. Dort findet ihr das gesamte Wissen von Himmelsrand. Einer der Magier dort kann euch vielleicht auf die Spur dieser Schriftrolle der Alten bringen. Probiert es bei den Magiern der Akademie von Winterfeste. Sie interessieren sich sehr für arkanes Wissen. Habt ihr mir denn überhaupt nicht zugehört? Nein, gerade ab und zu. Nur ihr könnt Alduin endgültig besiegen und so das Ende der Welt verhindern. Wenn wir nur mehr über diesen Drachenfallschrei herausfänden, könntet ihr eine Chance haben. Oder auch nicht. Bei Prophezeiungen gibt es keine Garantie, nur Hoffnung. Aber was ist denn mit der Kohle? Interessiert mich. Schön zu sehen, dass die Klingen wieder an der Seite eines Drachenbluts kämpfen. Wir treten in jahrtausendalte Fußstapfen. Haltet auf der Jagd die Augen nach Schuppen und Knochen von Drachen offen. Daran wäre ich sehr interessiert. Schuppen und Knochen? Ist er ein Bringer? Und dann nochmal. Dieses Mal deutlicher. Näher. Jetzt war es ganz bestimmt kein Blitz mehr. Es war orange. Ja, also gut. Intensives deine Schaumärchen. Orange. Die Farbe von Blut und Sonnenaufgang. Und auch ein Geräusch. Deutlich. Warte, wir reisen jetzt. Mondamulett. Das bringen wir zurück. Dann hätten wir das auch. Bei Dämmerstern. Der Kajo. Oh, dieser Kotzenbruder. Und den Werwolf in mir habe ich auch noch. Aber solange er nicht ausbricht, soll mir das recht sein. Herr Schemnigo, ich habe einen Suppentopf gestohlen. Wir müssen unsere Wasservorräte auf. Die Wege von Himmelsrand. Auf dem Weg. Da ist es. Aha. Meine Heimat. Falls ihr jemals die Fertigkeiten eines Khajiit-Kriegers braucht, wäre es mir eine Ehre, mit euch zu reisen. Bis dahin, hier. Das ist für euch, als Zeichen meines Dankes. So, den könnt ihr jetzt auch heuern. Aha. Möge euer Weg. Am liebsten da die Zähne mitnehmen. Aber es geht leider nicht. Die Luft ist Gadget so klar in ihr. Wer handelt? So viele wollen nicht mit uns. Werf deinen Blick darauf. Akari. Sind wir noch 50?
Ich möchte die loswerden. So, du kriegst jetzt den Ring. So gut. Nehmen wir nur mit, nicht das. Ich hoffe, ihr. Und dann sind wir schon wieder bei über 5000, jawohl. Serena, es wird. So, jetzt ist die Frage, was haben wir denn? Diese Deppert-Mission da drum, gell? In Einsamkeit. Winterfeste mit den Schriftrollen. Die Reise mit Omi. Einsamkeit. Von Moni kriegen wir das nie gebacken. Was tut der Säufer schön? Er tanzt den Säufertanz. Papa sagt, dass ich Rockwehr nie mehr wiedersehen werde. Er muss aufs Klo. Er wollte mir nicht verraten, warum. Der blaue Palast war das. Wo ist der? Irgendwo da hinten. So, die Damen. Habt ihr das vor, oder wir? Der Wiki. Hergestellt nach einem alten Familienrezept. Wie groß ist die Zeit? Mögen die Götter über eure Kämpfe. Ja, bleib, verlass, was ist der Weg, oder wir? Die Woche. Da waren die Baden. Breeling. Tane Breeling. Ich habe immer Zeit, ein paar Worte mit einem Krieger zu wechseln. Hat der Zeit damit ins Bett gegangen? Schaut nicht so aus. Von der Burg aus konnte man einsam leere Versprechen war das. Eben über die Berge herausragen sehen. Die Jarl kommen und ja, oder. Gehen. Der Puldevi. Aber ein guter Koch bleibt ein ganzes Leben. Wenn der kocht, dann kommt du sie auf die. Und ich bin ein richtig guter Koch. Pass auf, Elisef. Bitte wendet euch mit allen Volga. Fragen an den Vogt. Der kann sie mir wuschen. Dieser Sabia. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Nein, noch nicht. Obwohl es wahr ist, dass mein Ehemann Torik der Großkönig war und ich seine Witwe bin. Doch jetzt ist nicht die Zeit, Anspruch auf den Thron zu erheben. Dieses Land ist von Krieg zerrissen und das Volk leidet. Die Sturmmäntel sind eine Plage für Himmelsrand. Und wie jede Plage müssen auch sie ausgemerzt werden. Erst dann werde ich meine rechtmäßige Stellung als Großkönigin einnehmen. Lebt aber wo suchst du zu mir, ha? Betet für Einsamkeit. Und du wollen Gott an deiner Seite, Brauer? Es ist meine Aufgabe, für die Sicherheit des Jarls zu sorgen. Nicht. Wo soll ich denn Mora? Über Kleidung unterhalten. Moin, das. Kindermädchen für Speichellecker wie wenn euch. Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid,
Wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Feuerbart, kennt ihr du aus? Ihr am Hofe etwas. Ich bin General der Vogt des Jahres. Wenn ihr am Hofe. Aber natürlich. Was soll diese Frage? Ihr habt euch wohl von Erikur beschwatzen lassen. Unter den Tarnen gehen Gerüchte um und ich verdächtige ihn, sie gestreut zu haben. Ihr solltet diesem Gerede kein Gehör schenken, wenn ihr in dieser Stadt weiterhin willkommen sein wollt. Trotz ihres jungen Alters ist Elisif von Rechts wegen Jarl. Und hier in Himmelsrand respektieren wir immer noch die Traditionen unserer Vorväter. Ihr würdet gut daran tun, dies nicht zu vergessen. Das wird sich noch zeigen. Sie hat einen legitimen Anspruch auf den Titel der Großkönigin von Himmelsrand. Doch wir benötigen die Unterstützung der anderen Jarl, soll der Anspruch Bedeutung haben. Wenn diese sie als Herrscherin akzeptieren, wird es Frieden geben. Ich werde nicht vergessen, was... Scheiße! Feine glänzende Gewänder. Oder ich muss da die Hutzung so? Ihr für Einsamkeit getan haben. Schau mal fein aus. Baby Timmy. Bin ich fein für dich. Bleib mal plaudern. Mit dem Dahinscheiden meines lieben Mannes Torre. Es sieht eigentlich ganz bezaubernd aus. Eine hervorragende Handwerksarbeit. Ach, wirklich? Nun, dann könnt ihr dort ausrichten, dass ich sehr bald einige Kleider in Auftrag geben werde. Aha. Lebt wohl. Betet für Einsamkeit und für meinen Mann. Betet du ihn nicht. So, ich hab ja was hab ich denn drum? Scheiße, weiß gar nicht mehr. Hat die Schattenrüstung? Giftresistenz. Oder was ist? Feine Gewänder, warte mal. Weg damit. Questobjekt, also das brauche ich noch. Sagt du dazu. Erhöhte Tragfähigkeit. Serena, was sagst du denn? Steht mir das schon, oder? Genau mein Style. Wie schaut denn aus? Hat sich noch verschluckt? Ich war der Hälfte. Dann haben wir gerade das dritte Stück in Leim aus. Freunde, bin gut. Den Kaiser haben wir endlich.